Blutige Verletzungen, Augenentzündungen, Verordnungsverstöße und sterbende Tiere. Bilder wie diese dringen immer öfter ans Licht der Öffentlichkeit. Tierretter.de liegt aktuelles Videomaterial aus 6 Schweinemastbetrieben vor. Alle Betriebe beliefern Westfleisch, einer der 5 größten Konzerne für Fleisch in Europa. Westfleisch tötet in seinen Schlachthäusern bis zu 8 Millionen Schweine, jedes Jahr. Interessanterweise finden sich auf ihrer Website kaum Aufnahmen von Schweinen. Stattdessen wird mit direkt vom Bauern geworben. Der Fleischkonzern möchte sich ein kleinbäuerliches Image geben. Dieses Ferkel liegt im Sterben. Es ist viel kleiner als seine Artgenossen. Auch andere Tiere sind teilweise stark erkrankt, verletzt oder weisen Verletzungen durch Ohrenbeißen auf. Ein Tier ist in einem Buchtengang separiert. Verordnungsverstöße finden sich in den meisten Betrieben. Auch in diesem Betrieb werden anscheinend Tiere im Buchtengang separiert, ohne Trinkwasserversorgung. Aber nicht nur diese Tiere haben kein Wasser, in manchen Stallbereichen sind sogar die Nippeltränken abgestellt. Es wird vermutet, dass das eine höhere Futteraufnahme zur Folge haben kann. Schwanzbeißen ist in vielen Betrieben ein Problem. Die Tiere werden angesichts der unendlichen Langeweile wahnsinnig und beißen ihren Artgenossen die Schwänze ab. In diesem Westfleischstall finden sich viele Tiere mit schlimmen Verletzungen dieser Art. Zwar sind sie teilweise separiert, eine Krankenbucht, wie das Gesetz es verlangt, ist es jedoch nicht. Ein wirklicher Gesetzesverstoß ist das auch nicht. Bilder wie diese finden sich in vielen Stellen und oft werden von Staatsanwaltschaften Anzeigen nicht verfolgt. Illegal ist aber wahrscheinlich die Unterbringung dieser Tiere. 4 Tiere sind eingesperrt in eine unter 4 Quadratmeter große Bucht. Ein anderer Stall bietet den Tieren ein Meer an Tierwohl, wie es die Industrie ausdrücken würde. Behälter mit Stroh sollen den Tieren Abwechslung bieten. Im Angesicht der reizarmen und trostlosen Betonbuchten sind Maßnahmen wie diese der blanke Hohn. Viele Tiere haben hier Augenentzündungen. Das kommt wahrscheinlich von der ammoniakhaltigen Luft in den Ställen. Es stinkt entsetzlich, weil die Tiere permanent über ihren eigenen Exkrementen leben. Die erlaubten Grenzwerte werden in mehreren Ställen überschritten, in diesem um etwa 50%. Manche Tiere überleben diese Tortur nicht. Sie sterben in den Ställen und werden danach wie Müll entsorgt. Viele dieser Verstöße haben eine gewisse Systematik und finden sich in mehreren Betrieben. Auch in diesem Betrieb werden Tiere illegalerweise im Gang separiert. Von einer Versorgung mit frischem Trinkwasser kann auch hier keine Rede sein. Auch die Grenzwerte werden überschritten. Manche Tiere können nicht mehr aufstehen. Spaltenbreiten sind gesetzlich vorgeschrieben. Dieses Loch im Boden ist eine hohe Verletzungsgefahr. Tiere mit so schwerwiegenden Verletzungen hätten unter Umständen schon längst erlöst werden müssen. So etwas heilt nicht mehr, gerade in solchen Betrieben unter solchen Umständen. Andere Tiere werden einfach zum Sterben im Gang abgelegt. Nach etwa 6 Monaten in dieser Hölle für Tiere werden sie in große Transporter verladen. In Schlachthäusern werden tausende Schweine täglich getötet. Diese Industrie verachtet Lebewesen. Das zeigen Aufnahmen wie diese immer wieder. Anstatt aus 6 Betrieben könnten die Aufnahmen auch aus 10, 20 oder 30 verschiedenen Betrieben stammen. Es wäre immer das Gleiche zu sehen. Sind diese Westfleischbetriebe schlimmer als andere? Mitnichten. Tierretter.de möchte die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zu dem Griff einer anderen Marke ermutigen. Wir möchten zu der Überlegung motivieren, ob wir als Gesellschaft überhaupt eine solche Ausbeutung mitten unter uns tolerieren dürfen. Wir fordern auf, zu überlegen, wie eine Welt aussehen würde, in der das Leben aller Lebewesen respektiert wird.